Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Der TSV 1860 München verpasste trotz einer Halbzeitführung gegen Holstein Kiel den Sieg. Urheberrecht Getty Images. Der TSV 1860 München muss sich nach großem Kampf Holstein Kiel geschlagen geben. Auch Carl Zeiss Jena stellt Favorit Union Berlin vor Probleme. Am Ende ging den Löwen die Puste aus. Drittliga-Aufsteiger 1860 München hat nach großem Kampf einen Pokal-Coup verpasst. Trotz einer 1:0-Pausenführung musste sich das Team von Daniel Dirufka am Ende Zweitligist Holstein Kiel mit 1:3 geschlagen geben. Alle Ergebnisse im Überblick. Mühling Doppelpack sorgt für Löwen K.O. Vor 14.200 Zuschauern im Stadion an der Grünwalder Straße schloss Nico Kager einen mustergültigen Konter der Münchner mit der frühen Führung ab. 7. In der ersten Halbzeit verdienten sich die Gastgeber, die nach dem Aufstieg mit 4 Punkten aus 4 Spielen durchwachsen, in die 3. Liga gestartet sind, den Vorsprung mit einer starken Leistung. Von einem Klassenunterschied war nicht zu sehen. Alle Infos zur ersten Runde im Volkswagen Pokal Fieber am Dienstag ab 19.30 Uhr live im TV auf Sport 1. Nach der Pause übernahm Kiel die Initiative und Alexander Mühling drehte das Spiel mit seinen beiden Toren 74. und 83. Kingsley Schindler sorgte für die Entscheidung 87. Damit gelang Kiel die Revanche für die Zweitligarelegation vor 3 Jahren. Damals hatten die Löwen Kiels Aufstieg verhindert. Union ringt Jena nieder. Zweitligist Union Berlin hat das Traditionsduell mit Carl Zeiss Jena gewonnen und die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer schlug den Drittligisten 4:2, 3:2 und startete damit unter guten Vorzeichen in den Wettbewerb. Vor 50 Jahren hatte Union gegen den gleichen Gegner den DDR-Pokal gewonnen. Es blieb der bis heute einzige große Titel der Köpenicker. 10.600 Zuschauer im ausverkauften Ernst-Abbe-Sportfeld sahen am Sonntag ein abwechslungsreiches Duell, in dem Union schon vor der Pause dreimal in Führung ging. Sebastian Andersson, 14. Felix Kroos, 29. und Simon Hedlund, 45. 5. Foul-Elfmeter trafen durch Maximilian Wolfram, 21. und ein Eigentor von Christopher Trimmel, 42. fiel zweimal der Ausgleich. In der zweiten Hälfte machte erneut Hedlund, 71. dann alles klar. Schon der aus Sicht Jenas völlig unnötige Foul-Elfmeter kurz vor dem Pausenpfiff stellte sich als vorentscheidend heraus. Nach einem Fehler der Gastgeber im Mittelfeld war Akaki Gogia außen in den Strafraum eingedrungen und wurde trotz recht großer Torentfernung von Guillaume Kroos gefoult. In der Folge tat Jena sich dann deutlich schwerer, Chancen herauszuspielen. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr von Sportinformationsdienst.